Herzlich willkommen zu unserem kleinen Programmier-Playlist. Wir programmieren das Game of Life. Das ist mittlerweile die 7. Folge. Und wenn ihr jetzt das Video zufällig findet, dann drückt doch bitte gleich mal oben und geht zum Anfang von der Playlist. Denn wir sind schon relativ weit gekommen und werden jetzt so noch einige Feinheiten vornehmen. Aber die ganze Hauptsache haben wir schon in den letzten Videos gemacht. So, für alle, die jetzt nicht dazu geschaltet haben, so, jetzt erst neu, sondern beim letzten Mal dabei waren, wir gehen jetzt gleich noch in unsere Hauptroutine hinein, in dieses Pilzspiel, was aufgerufen wird, wenn man in dem Entry, also in unserem Eingabefenster, wenn man dort Return drückt. So. Als allererstes müssen wir aber machen, sonst kriegen wir eine Fehlermeldung. Moment, ich zeige es euch. Hier in dem Pilzfeld setzen, in dieser Funktion, da haben wir den Befehl copy und Punkt deep copy benutzt. Der stammt aus dem Modul copy. So, und das haben wir noch nicht importiert. Das müssen wir jetzt noch ganz dringend tun. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. So, import copy. Und damit haben wir dem auch schon Genüge getan. So. Und beim Pilzfeld zeichnen, da möchte ich jetzt sagen, so, wenn das aufgerufen ist, dann sollte bitte eine Zahl in meinem in diesem Entry Widget stehen. So, und diese Zahl lasse ich mir jetzt mal geben. Schritt String nenne ich die, weil es noch ein String ist. Ich muss daraus noch eine Zahl machen. Und dann Zähler.get. Damit kriege ich aus unserem Entry, aus unserem Eingabefeld Zähler, kriege ich den Inhalt geliefert. Allerdings als String. So, und daraus mache ich jetzt die Variable Schritt. Ist gleich. Und ein String kann ich durch den Befehl int in eine Zahl umwandeln. So, jetzt liefert mir aber der Zähler liefert mir einen String zurück, bei dem auf jeden Fall hinten noch die Return-Taste mit dabei ist. Die möchte ich weghaben. So, und das mache ich zum Beispiel mit folgendem Befehl Schritt-String.split. Das heißt, ich lasse mir den String aufteilen und zwar bei jeder Eingabetaste. Gut, unser String hat nur, diesen Rückkehrwert und das heißt, der gibt uns jetzt eine Liste zurück. Das können wir auch nicht verarbeiten, aber das ist jetzt ganz einfach, das umzuändern. Der gibt uns eine Liste zurück und zwar einmal mit dem, was vor der Eingabetaste steht und hinten dran einen leeren String, den wir natürlich nicht gebrauchen können, aber so. Und ich möchte aber sowieso auch nur den ersten String haben und da gebe ich an 0, also das erste Element aus der Liste. Das soll jetzt an int übergeben werden und wir vertrauen jetzt einfach mal dem Benutzer, dass der uns hier eine Zahl eingegeben hat. Wenn ich dort jetzt, was weiß ich, Holunderblütentee eingegeben hätte, dann würde der uns sowieso eine Fehlermeldung ausgeben. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als wären die Benutzer alle intelligent und geben uns eine Zahl. So, und damit habe ich dann abgefragt, wie oft der das Pilzfeld durchlaufen soll und daraus nochmal etwas Neues machen soll. Jetzt definiere ich mir hier eine Schleifenvariable, weil ich möchte jetzt eine While-Schleife haben. So, das habe ich gemacht zur Fehlersuche in dem Programm, weil ich da verschiedene Sachen überprüfen wollte. So, da zeige ich euch in den nächsten Folgen auch noch so ein paar kleine Sachen, was man mit diesem Programm auch noch machen kann, wie man sich so ein bisschen so den Hintergrund von den Programmen transparenter machen kann. So, wenn also i, also unsere Zählervariable, kleiner ist als Schritt plus 1, das ist hier unsere Zahl, dann soll der Folgendes machen. Erstmal Pilzfeld lebt. Ich rufe jetzt also hier
auf, dass der sozusagen alles durchläuft und guckt, ist das Pilzfeld, was passiert in der nächsten Generation oder im nächsten Durchlauf. Fragt also ab, ob die Pilze leben bleiben. Das macht er als allererstes. So, dann Pilzfeld setzen. Damit übertrage ich das Pilzfeld oder das Pilz lebt hier oben. Übertrage ich das in das Pilzfeld. So, zweite Sache. Und dann Pilzfeld zeichnen. Und jetzt zeichnet er mir das Pilzfeld neu. So, was ich jetzt nicht vergessen darf, so, also um das mal zu sagen, ich habe das programmiert und habe das dann alles schön gemacht und so und gezeichnet, zeichnen lassen, so, und dann hat er dort getan und gemacht und getan und gemacht und hat das schön laufen lassen, so, und irgendwann denke ich, ja, wird er denn jetzt auch noch mal fertig, so, und dann habe ich vergessen, tatsächlich hier die Variablenschleife hochzusetzen. Ich möchte ja, dass das irgendwann auch mal aufhört. Ja, dazu lese ich mir ja die Variable ein. So, jetzt habe ich hier noch eine Lücke gelassen. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar muss ich das die Canvas, also die Leinwand, auf die ich die ganzen Pilze zeichne, die muss ich jetzt updaten. Ja, da muss ich neu zeichnen lassen. So. Und das mache ich mit dem Befehl Feld mit Pilzen, also das ist ja die Variable, die auf meine Leinwand zeigt. Punkt Update, Klammer auf, Klammer zu. Und so. Und das müsste jetzt laufen. Und wir werden gleich noch eine kleine, nicht ganz so angenehme Überraschung erleben. Das liegt aber nicht an dem Programm selbst, sondern an meinem Computer. Der ist gerade so ein bisschen an seiner Belastungsgrenze. So. So. Also erstmal seht ihr hier, Python gibt mir keinen Fehler aus. Das ist schon erstmal sehr, sehr gut. Wunderbar. Und jetzt gebe ich hier mal ein 5. Mache extra eine kleine Schrittfolge. Drücke auf Return. Und ihr seht, ja. Er ändert mir das aber wahnsinnig langsam. So, und das habe ich gemeint, mit der Belastungsgrenze meines Computers. Irgendwas lädt er gerade herunter, ist im Hintergrund am Machen und am Tun. Ich habe gar nicht so viele Programme offen, aber er ist sehr langsam. Und da seht ihr den Nachteil von einer Interpretersprache. Wenn das nicht umgewandelt wird in einen maschinennahen Code, dann ist er unglaublich langsam. Vor allem, wenn nebenher noch andere Programme laufen. Bei Java, wenn ich dort jetzt 5 eingegeben hätte, also Programm habe ich natürlich auch in Java programmiert, so, und wenn ich dort 5 eingegeben hätte und hätte Return-Taste gedrückt, ja, dann hätte ich gar nicht gesehen, wie der läuft. So, das passiert selbst, wenn man 500 mal die Schleife durchlaufen lässt, dann ist er so schnell, der ist fertig, bevor man irgendwie Papp sagen kann. So, da muss man sich also, wenn man das verfolgen will, wie dieses Feld hier wächst, muss man sich eine unglaubliche Verlangsamung einbauen. So, aber bei Python ist einfach langsam und der interpretiert jetzt eben 10.000 Mal für jedes Fältchen. Guckt er, was sind meine Nachbarn, so, und da muss er jedes Mal diesen Befehl neu interpretieren. Muss ich das zurecht sammeln und muss das dann umwandeln, dass der Computer das dann eben versteht. So. Es ist ein wahnsinniger Rechenaufwand, das heißt nicht nur diese 30 oder 40 Befehle, die ich pro Pilz, pro Durchlauf brauche, sondern den ganzen Hintergrund auch mit dazu. So. Python ist eben tatsächlich für solche großen Datenfelder und für solche Berechnungen, solche massiven Berechnungen nicht geeignet, muss man so sagen. Aber wir werden das Ganze uns jetzt ein bisschen schneller machen, indem wir sagen, wir machen das Feld einfach kleiner. Wir brauchen ja nicht 10.000 Berechnungen, sondern wir können das ja vielleicht auch mit 30 mal 30, dann sind es nur noch 900 Berechnungen und dann ist es hoffentlich 10 mal schneller und dann
können wir auch ein bisschen eher sehen, dass sich das ganze Pilzfeld, wie das wächst und bewegt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, damit machen wir im nächsten Video weiter. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.